Herzlich willkommen zu dem Tutorial HTML und CSS. Mein Name ist Frederik Weitz. Wir hatten uns begonnen, die Tabellen anzusehen. Da gibt es noch eine ganze Menge mehr. Und eine Sache möchte ich euch in dieser Folge zeigen. Noch weitere Sachen in den nächsten Folgen. Es werden also noch, abgesehen von dieser Folge, werden es noch 4 Videos werden, in denen ich euch verschiedene Gestaltungsmöglichkeiten der Tabelle zeige. Ein Befehl, der ist so ein bisschen altbacken, möchte ich schon fast behaupten, ist der Befehl th. Th, damit wird eine Zelle auch definiert wie mit dem td-Befehl und kann diesen ersetzen. Und ich zeige euch einfach erstmal, was man damit grundlegend machen kann. Das hier ist unser Programm oder unser Skript, was wir das in den letzten Folgen geschrieben haben. So, und ich ersetze jetzt einfach mal hier ein td-Element durch ein th-Element. So, dann speichere ich das ab. Und wenn ich das jetzt... Moment. Ja, seht ihr, und genau das ist der Vorführeffekt. Ich ändere das nochmal zurück, speichere es nochmal ab. So, und so sieht unsere Tabelle normalerweise aus. Und jetzt seht ihr auch schon, wenn ich das th-Element oder das td-Element ersetze durch ein th-Element, dann speichern muss man das auch noch, dann wird das nicht mehr in dem Style, den ich für td angegeben habe, definiert. Das heißt, es wird in dem grundlegenden Style angezeigt. Eine Besonderheit ist, das sieht man hier jetzt relativ schlecht, ist, dass der Text, der innerhalb der Tabellenzeile gezeigt oder der Tabellenelementes gezeigt wird, dass der fett gedruckt wird. Das kann ich jetzt hier auch nochmal deutlicher machen, indem ich da was Längeres reinschreibe. So. Und das ist eben gedacht, diese th-Elemente sind gedacht für die Kopfzeile einer Tabelle, um dort etwas reinzuschreiben, also zum Beispiel um anzugeben, was findet in den einzelnen Spalten statt. Und dann könnte man hier zum Beispiel angeben Person, man könnte hier Personen reinschreiben, hier könnte man das Haustier reinschreiben, hier könnte man das Alter reinschreiben und wie auch immer. Man könnte also eben tatsächlich hier eine Kopfzeile damit definieren. Dummerweise kann man das th-Element auch irgendwo anders verwenden. Also ich könnte in die zweite Zeile zum Beispiel reingehen und da einfach ein td-Element ersetzen. So. Und dann sieht das Ganze so aus. Und ich könnte das bei beliebigen Elementen machen. Das heißt, es gibt zwei konkurrierende Möglichkeiten eigentlich nur, sich Elemente zu gestalten. Das ist allerdings tatsächlich für die Skripter von HTML und CSS auch ganz interessant, weil man damit natürlich eine Tabelle nochmal variabler handhaben kann. So, also ursprünglich ist das gedacht für die, den Tabellenkopf, deshalb th, Table Head. Mittlerweile aber gibt es eben auch einen Befehl, um sich eine Tabelle noch weiter zu strukturieren. Das werden wir uns im übernächsten Video ansehen. Und deshalb ist dieser th-Befehl, finde ich, eher dazu da, um eine Tabelle insgesamt nochmal variabler anzusteuern. Gut, auch das th-Element könnt ihr mit Styles belegen, ganz normal, könnt ihr selber mal ausprobieren. Das war's für dieses Mal. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Dann drückt mal einen Daumen hoch und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Und dann zeige ich euch eine andere Art, auch noch eine Art, eine Tabelle mit einer Beschriftung oder so einer Art Kopf zu versehen. Bis dann.